kann man durch Ernährung tatsächlich die Entstehung von Krebs beeinflussen? Wissenschaftler im kanadischen Montreal waren unter den ersten, die sich mit dieser Frage beschäftigten. Ernährungsbedingte Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Herzinfarkt und Krebs stehen in Kanada wie in Deutschland an vorderster Stelle. An der Universität in Montreal forscht Professor Béliveau seit Jahrzehnten zu Krebs und seiner Entstehung. Wissenschaftler schätzen, dass täglich 1 Million mutierte Zellen im Körper entstehen. Vorstufen von Krebs. Eine einzige dieser mutierten Zellen reicht aus, um Krebs zu entwickeln. Was mich als Krebsforscher überrascht, ist nicht die Tatsache, dass 40% der Deutschen und der Kanadier an Krebs erkranken, sondern dass es nicht 100% sind. Wie kann es sein, dass jeder von uns täglich 1 Million mutierte Zellen produziert und wir trotzdem nicht alle mit 30 Jahren Krebs haben? Der Grund ist, einige von uns tun das Richtige. Professor Béliveau hatte einen Verdacht. Es könnte die Auswahl der Lebensmittel sein, die beeinflusst, ob wir Krebs bekommen oder nicht. Er holte Gemüse und Obst ins Labor und startete eine Versuchsreihe, die in der ganzen Welt Beachtung fand. Zunächst wurden Lebensmittelextrakte hergestellt. Dann nahm man Zellen von Hirntumoren aus Tiefkühlbehältern. Tumorzellen sind unsterblich. Sobald sie aufgetaut sind, beginnen sie sich erneut zu teilen. Würde eine Lösung aus Pflanzenzellen, gewonnen aus Obst oder Gemüse, das Krebswachstum stoppen können? Wir ließen die Krebszellen 24 Stunden wuchern. Dann gaben wir einfache Obst- oder Gemüseextrakte dazu. Und wie man hier sehen kann, mit einem tausendfach verdünnten Extrakt aus Knoblauch, Lauch oder Rosenkohl kann man 100% der Krebszellen vernichten. Im Zellversuch besiegten zum Beispiel Karotten schon ein Viertel der Krebszellen, Tomaten etwa die Hälfte und noch erfolgreicher waren die Extrakte von Erdbeeren, Blumenkohl oder Knoblauch. Aber bleiben die Wirkstoffe auch aktiv, wenn sie den Verdauungstrakt passieren? Um dies zu klären, machten die Wissenschaftler Versuche mit Mäusen, die Tumore hatten. Zusätzlich zum normalen Futter gaben sie ihnen einen Cocktail aus den im Zellversuch wirksamsten Gemüse- und Obstextrakten. What we saw in some cases is a Was wir in einigen Experimenten sahen, war entweder ein Stopp des Tumorwachstums oder ein Schrumpfen. In manchen Fällen reduzierten sich die Geschwülste um 80-90%. Nicht durch Injektionen, sondern durch normales Füttern kam es zu dieser deutlich verlangsamten Tumorentwicklung. Besonders wirksam? Kohlgemüse aller Art. Und rote Beete. Eine ähnliche Wirkung, das ergaben die Forschungen Professor Béliveaus, zeigten auch Himbeeren, Blaubeeren oder Erdbeeren. Es sind nicht mehr 5, sondern 7 bis 10 Portionen Gemüse und Obst am Tag, die wir empfehlen. 7 bis 10. Versuchen Sie es. Zählen Sie genau jeden Tag, was Sie essen. Eine Portion ist ein Apfel oder eine halbe Tasse Kohlgemüse. 7 bis 10, das ist eine Menge. 7 bis 10, it's a lot.